Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Zur vierten und letzten Partie zwischen Masterchess und dem Spark-Modul. Ich finde es ganz, sehe ich jetzt mal so ganz praktisch, dass hier das Reset-Teil hier oben war. Dass man das Brett nicht drehen musste, wäre ein bisschen, ja, schwierig gewesen. Egal. Der Masterchess bekommt Weiß. Ich habe die Puppen oben aufgestellt, damit hier auch bei beiden. Ja, warte Sekunde, wenn ich mich schon daran erinnere, dass ich... Hallo! Zuckt nochmal für mich. Zack und clear und Puppen sind oben. Zackus. Obwohl, hätte ich gar nicht machen müssen. Oh Gott, meine Güte, ich bin so ein... Abloser hier. So, Fußgemücken bei Option. Nicht, dass der dann trotzdem... Nein, ich hatte nicht... Wie gar nicht nötig, wenn er weiß, dann steht er eh von oben nach unten. Meine Güte, denken Sie doch mal nach, Herr Lipo. Kann doch nicht sein. Ich bin da von unten nach oben. Okay. Optionos. Brett drehen. Clear. Nochmal prüfen. Hat er das auch nicht auf 1 gestellt oder was? Nein, war nicht. Egal. Enter. E2, E4. Los geht's. Ups. Also Masterchess muss, ich überlege gerade, ob ich den die aktive Bibliothek gebe, weil er gewinnen muss. Aber das darf jetzt keinen Einfluss haben. Ein Gambit-Bibliothek. Da verliert er, weil er ein Gambit spielt. Springer F3. Springer C6. Läufer C4. What's going on? Ach, steht noch auf C4. Doch springe auf C4. Ich dachte schon, dieser öde Italiener wieder hier. D2, D4. Immer noch besser als D3 oder so ein Scheiß. D5, D4. Oh. E5, D4, Castle. F6, E4. So, ausführen. F1, E1. D7, D5. B1, C3. Das ist alles doch bekannte Theorie. Einzig Interessante ist eigentlich D5 C3, D4 C3. C4 D5. F7 F5. Ja, was soll ich sagen? Es ist vielleicht nicht der günstigste Moment, aus dem Buch auszusteigen. Weil jetzt käme wahrscheinlich die Pointe. Was Weiß für die Figur hat. Vielleicht gewinnt er die Figur auch zwingend zurück, dass Schwarz sie gar nicht halten kann. Aber ich stelle mir bessere Momente vor, um aus dem Buch rauszukommen, außer diese Stellung hier. Weiß hat ja momentan die Figur weniger. Und ob das jetzt ein spannender Moment ist, Autobook zu sein. F3, G5. 1,5 minus. Ist natürlich nicht so gut. Und das ist das, was ich meinte. Was ich mal meinte mit das Eröffnungsbuch von dem Seitig, von dem Masterchess wäre nicht so gut. Stell dir vor, du hast das im Mannschaftskampf die Stellung bis aus dem Buch. Mit Weiß. Das ist für die Figur weniger. Und weiß gar nicht warum. Man kann ihn einfach auf C3 wieder nehmen. Dann Läufer E4 und dann kommt Dame D1 und dann Turm D1. D5 schlägt E4. Ja, meistens hauen die sich ja gegenseitig aus dem Buch raus. Das heißt, der eine Computer ist nicht mehr in der Theorie drin, macht dann seinen Zug und das kommt nicht selten vor, dass das... Es kommt schon mal vor, dass er einen Theoriezug macht. Das kommt auch schon vor.
Aber man sieht ja hier, ich weiß gar nicht, womit er gerechnet hat. Oder inwieweit das Gerät, das muss ja in irgendeiner Art und Weise, das war ja Theorie. Irgendwas muss Schwarz ja dafür haben. Irgendeine Kompensation. Und die sehe ich hier momentan nicht. Ich würde beinahe schon sagen, Dame D1 schlägt. Da kommt aber Läufer C6 schlägt Schach. Also Dame D1 kannst du vergessen. Dame D1 schlägt, Läufer C6 schlägt. Doppelschach sogar, das ist noch schlimmer. F5 schlägt E4. D1, D8, das ist natürlich fantastisch. Da tauscht man erst für die Dame, also ganz klar. Da ist die Puppe weniger und tauscht die Dame. Das kannst du jetzt schon, weil es ist tot aus der Öffnung. Da wäre natürlich so ein Knallerfehler. Dame D1 schlägt mit der Idee, dass der Turm gefesselt ist. Und da kommt Läufer C6, schlägt Doppelschach. Und dann wird die Figur wieder genommen, lass die Figur zurück. Also das sollte normalerweise... ich sehe da keine Kompensation für die Figur. Also Schwarz muss jetzt irgendwie wieder nehmen, dann fällt E4. Wenn man mit Springer nimmt, fällt E4 mit Schach. Und dann kannst du es vergessen. Das ist ja noch nicht mal irgendwie, irgendwie zwei Bauern oder irgendwas dafür. Tot aus der Öffnung. Und das meine ich, das ist schon mal passiert gegen den MM4. Damenendisch mit Schwarz. Und dann hat er es geschafft, so schlecht aus der Öffnung rauszukommen, dass selbst der MM4 das noch gewonnen hat. Also das ist die Standardversion. Also sowas sollte vielleicht nicht unbedingt passieren, dass man so tot aus der Opening rauskommt. Pleite bin ich gar so sehr. Minus 2,1. What the heck? Wer weiß, hat die Figur weniger. Ach, man kommt schon ganz durcheinander. Es ist früh am Morgen, Scusa. Weil es ist natürlich das A und O, die Eröffnung. Das ist genauso, wie wenn man selber spielt. Wenn man in der Mannschaft spielt, man hätte meinetwegen nur schlechte Eröffnung im Repertoire. Das ist natürlich dann schlecht. Ich habe das immer so genommen, oder häufig, ich habe Varianten genommen, die vielleicht nicht unbedingt die besten Züge waren. Um den Gegner mal ein bisschen aus dem Buch rauszubringen. Und das ist natürlich, wenn du nur die besten Züge machst in der Theorie, das sind natürlich dann höchstwahrscheinlich auch die Züge, die der Gegner sich auch ansieht. Und wer weiß, ob da die zweitbesten Züge überhaupt widerlegen könnte. Nachher machst du vielleicht sogar den drittbesten Zug und der Gegner hat keine Ahnung mehr von der Stellung. Das ist ja dann auch ein Problem. Was bringt dir das dann? Er weiß ja nicht mal, was er spielen soll. Ich habe ja mal D4, Springer F6 und ich meine Springer F3 und G6 und dann B2, B4. Das mag sein, dass das nicht der Knaller an Zug gewesen ist, aber der hat dann so passiv gespielt mit Schwarz. Allein, dass er C5 nicht mal spielen konnte, hat ihn so aus dem Konzept gebracht. Dann hat er nur noch gemauert. Das Problem mit diesem passiven Spielen ist, ich spiele dann ein bisschen aktiv, ich spiele dann nicht total kompromisslos auf Königsangriff, sondern ich spiele halt aktiv. Kann man bald schon User-Entscheid machen. Das ist einfach nur die Puppe weniger. Der kann überhaupt keine, nicht mal eine Bauernkompensation. Er droht sogar noch eher den Bauern E4 zu verlieren. Also noch mehr vertue ich mich da irgendwie. Also zwei Türme. Springer, Läufer. Ich brauche nur hier zählen. Zack, Läufer über. Also so eine Openings sind schon peinlich. Weil das Problem ist, du kannst sie ja nicht korrigieren. Du kannst ja nicht irgendwie, da ist ja keine Art Flash-Speicher oder sowas drin, dass man theoretisch sowas dann ausgleichen könnte, aber vor allem finde erstmal die Openings. Das wurde ja von Fidelity der Versuch unternommen, dass wenn das Gerät aus dem Buch war, dass man quasi, das muss aber eine adäquate Spielstärke sein, natürlich nicht hier Bullet-Schach oder sowas. Oder Level 1 oder so ein Zeug. Da konnte man wegen Turnierstufe.
Dann hat er die ersten Züge, die er auf Turnierstufe gerechnet hat, die hat er dann als Theorie drangehängt. So mit der Idee, auf bessere Züge kommt er nicht. Vielleicht hätte man auch Analysestufe machen sollen. Irgendwelche Partien, irgendwie 10 Minuten pro Zug oder sowas. Den Rechner quasi, ja gut, das war ja kein PC. Beim PC würde das ja einfacher sein. Man müsste ja jede Partie Automatikspiel machen. Und dann müsste da aber auch irgendwie wissen, dass wenn die Partie vorbei ist, dass dann die nächste Partie startet. Dass er dadurch quasi ganz viele Partien spielt und die Theorie erweitert. Die Frage ist natürlich dann noch, ob das sinnvolle Erweiterungen sind der Theorie. Das ist ja nur gesagt, dass er dann sowieso auf keine besseren Züge kommt. Also im Blitzen zum Beispiel auf jeden Fall nicht. Da kann er diese Züge ruhig auf Theorie dranhängen. Was zeigt er denn an hier? F3, D4. Na, Läufer G6, F3. Und selbst wenn er auf E4 nimmt, mit F3. Das ist immer noch das ist ein reines Trümmerfeld. Der C-Doppelbauer, der A-Isolani, der E-Isolani. Am liebsten würde ich schon machen User-Entscheid. Weil ich sehe da keine Chance mehr. Der hat einfach die Figur weniger und das ist ja nicht irgendwie, dass das eine komplizierte Stellung wäre. Deswegen, normalerweise würde ich jetzt sagen User-Entscheid fertig. Das werde ich glaube ich auch machen, da ist die Figur weniger. Und was willst du denn da noch reißen? Seid ihr irgendwie eine Bewertung an hier? Minus 3,23, vermutlich wieder aus der Sicht von Weiß. F5, G6. Das Problem ist ja, Schwarz muss schon dramatisch schlecht spielen, damit das hier noch was werden soll. Läufer C5 vielleicht. Die zeigen es aber anscheinend alles aus Sicht von Weiß an die Bewertung. Ich glaube, die Mephistos sind die, das ist quasi immer die Bewertung, wie der Computer sich einschätzt. Das ist nicht, wie schätzt er die weiße Stellung ein, sondern wie schätzt er seine eigene, also wenn er Schwarz hat, macht minus 3,29, dann zeigt das, Schwarz hat diese Minuszahl. Also für sich selbst. Tja, was soll man sagen? Damit hat das Spartmodul gewonnen. Aber das darf eigentlich nicht vorkommen, dass man durch Eröffnung das Ding verliert. Das Problem ist auch, du kannst ja nicht irgendwie verwickeln. Wenn der Springer noch verschwindet, dann hast du ja nur offensichtliche Züge. Mit den Türmen, mit geradlinigen Türmen ist das schlecht, da irgendwas zu fuschen. Ich glaube, ich entscheide das jetzt auch. F3, E4, egal. Ich sag mal, der Spark gewinnt. Das ist einfach die Mehrfigur. Und ich gehe mal davon aus, dass das Sparkmodul stark genug spielt, um mit einer Mehrfigur zu verlieren. Das ist ja nicht hier MM1. Gegen Porterus oder was weiß ich. So, ich bedanke mich auf jeden Fall, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Damit verliert Master Chess ein bisschen unglücklich 1-3. Ja, also mit einer Minusfigur aus der Eröffnungstheorie zu kommen, würde mich ein bisschen interessieren, was eigentlich normalerweise die Idee war. Das kann eigentlich die Idee sein, mit einer Minusfigur rauszukommen. Irgendwas muss da gekommen sein. Als Antwort. Ich könnte es ja in die Kommentare reinschreiben, was hier normalerweise die Kompensation sein soll und ob Weiß irgendwie durch irgendwelche Züge, die vielleicht nicht offensichtlich sind, das zurückbekommt, bevor ich noch weiter abkröche hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.